Herzlich willkommen in der Folge Nummer 73 im Landwirtschaftssimulator 2015. Hi Buddy. Hi Tofi. Hallo. Also ich möchte zuerst zwei Dinge anmerken kurz. Erstens, wir haben noch ein Angebot laufen, das habe ich mir gemerkt. Eben. Ja, Weizen glaube ich. Ja, könnte sein. Genau, Weizen. Das heißt, wir müssen das noch wegfahren. Dazu müssen wir ja vorher noch ernten. Das müssen wir dann gleich machen. Und zweitens, wir müssen uns mal wirklich entschuldigen bei den Zuschauern. Was? Ich habe dir das bewusst noch nicht im Voraus verraten. Wir müssen uns bei den Zuschauern jetzt hier entschuldigen. Ja, dann erzähl. Drück mal P. Ja. Ja. Dann geh mal auf Ballentechnik. Und nicht scrollen. Was ist das ganz rechts? Ganz rechts. Ganz rechts. Das ist ein Ballenwagen. Ein Ballenladewagen für Rundball. Wir haben behauptet, den gibt es nicht, aber den gibt es natürlich in diesem Spiel. Wir hätten uns für 24.000 Euro also einen Haufen Arbeit und Zeit ersparen können. Aber vieles davon haben wir ja auch, oder einiges davon haben wir auch offline gemacht. Zum Beispiel das ganze Ding, die Scheune dann laden. Naja, so hätten wir uns einen Haufen Arbeit sparen können. Wir haben es nicht gewusst. Es geht um Ballensammelwagen für Ballen? Für Rundballen, ja. Für Quaderballen schon länger, für Rundballen erst ab diesem Simulator hier. Ballensammelwagen erleichtert das Einsammeln von Ballen. Ja, ja, ja. Ja, das sind 8 Ballen. Ja, Ballen, sonst wird's Quader heißen, ne? Ja, der ist wahrscheinlich nebendran. Nee. 2 nebendran. Jetzt sind 16 Ballen. Sicher, dass es für Rundballen ist? Ja, ja, 2 nebendran ist der für Quaderballen. Ich habe das auch ausprobiert, weil ich es nicht glauben konnte. Da habe ich es in der Backup. Moment, das kann doch nicht sein. Habe es erstmal ausprobiert, aber das ist tatsächlich für Rundball. Wir fangen an. Ja, es wird Zeit. Hier ist ein Mähdrescher. Dann ernte mal. Feld 38. Erntest du selbst? Nö. Steht da ein Anhänger? Nö. Okay, dann kannst du aber mal... Das ist aber Weizen. Ja, okay, das ist in Ordnung. Dann okay. Kannst du mal den anderen großen Dolz nehmen und, also nicht den ganz großen Dolz, aber den kleineren Dolz und den Ladewagen hinterfahren, wenn du möchtest. Warte mal. Welchen? Ach, den hier? Ja, der mit dem Ladewagen, genau der. Hab einen. Ach, da vorne stehen die Anhänger. Ich stell hier einen Helfer ein beim Säen, ne? Mach das. Wo ist denn halt 9 war das? Bin ich jetzt rot oder grün? Man selbst ist, glaube ich, immer grün. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade schon wieder rumhänge. Meinst du, das wird besser, wenn wir uns treffen? Können wir probieren. Wir haben nämlich jetzt, ich muss mich mal offiziell ärgern. Sonst mache ich das immer sehr inoffiziell. Aber wir haben schon wieder rumgeschustert mit den scheiß Versionen und alles, ne? Pipaporium. Kennt man von Eurotruck-Simulator. Ja, alles halt. Alles muss man irgendwie rumschustern. Ich weiß nicht warum. Apropos Schustern, die meine Spiele. Schuhe sind scheiße. Ach, schön. Die Spiele wollen einfach immer Updates. Ach, Was? Bist du schon unten angekommen? Ja. Gut, dann mach den unten voll und wenn du unten fertig bist, dann kannst du halt das Feld hier fertig machen. Hier liegt noch überall Stroh. Ja, ist mir bewusst. Ja, aber der sät schon. Ach, der sät schon. Okay. Ach, halt anmachen muss man den Scheiß hier auch noch, glaube ich. Genau. B und V. Anmachen und senken. Wie immer halt, ne? Ja. Habe ich mich eigentlich schon offiziell fertig beklagt und... Du, das weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich glaub dann fang nicht. Doch einfach nur. Bitte was? Zum Beispiel, dass es hier ruckelt, obwohl ich eigentlich eine flüssige FPS-Zahl habe. Mir ist das ein Rätsel.
ob es jetzt wirklich das Internet ist. Entschuldigung, ich wollte gerade Luft holen zum neuen Satz ansetzen. Ja, so in der Art. Ja, hier sind sie also ein bisschen rumgeflogen, die Mücken und alles, was das hier alles ist. Ganz Ungeziefer. Ich habe übrigens eine riesen Spinne in meinem Zimmer gehabt. Die ist jetzt hinter meinem Schrank und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Das Traurige ist, ich glaube, die ist immer noch da. Ich glaube, die hat Angst vor dir. Aber ja, das kann ich gut verstehen. Das wäre gut. Ich hätte auch Angst vor dir. Was soll denn das jetzt heißen? Das sind immer alle. Du schlägst immer alle. Problem damit? Ich nicht. Ne, die Spinne aber wahrscheinlich. Wieso? Hänger ist voll? Nee. Mattress ist voll. Ja, mach mal hin. Ja, du kannst es ruhig mitnehmen. Auffüll auf. Los, setz an, dann kannst du zum anderen Feld fahren, bevor das übersät hat. Nee, der Mähdrescher ist voll heute. Ja, aber fahr doch da eben. Ich bin doch erst halb voll. Ja, dann, aber du kannst das andere Feld noch machen. Da liegt ja noch überall was. Ja, ich fahr doch nicht halb leer da drunter. Und außerdem fahr ich wieder besoffen. Naja, gut. Kick down. Achso, N ist es. Ich glaube, ich habe ein Thema angeschnitten und jetzt wird er nicht zu Ende geredet, ne? Ja, das passiert irgendwie generell öfter mal. Ach ja, also genau, beim Luftholen und Verschlucken war ich. Ach so, ja, die Riesenspinne. Ja, das wollte ich aber gar nicht. Das Luftholen und das Verschlucken war es, wo ich anfangen wollte. Aber darüber ist mir drauf. Ja, erzähl. Los. Oh. Auf. Der Hänger steht, die Sämaschine steht. Ich schau nach. Ah. Ja. Stopp. Oh, das dauert doch noch ewig. Ja, ich wusste nicht, dass das Ding steht. Dann wäre er vielleicht früher da. Ist klar. Ja, kann ja sein. So, verdammt nochmal. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir uns zum Aufnehmen treffen. Ja, was? Zum Aufnehmen treffen wollten. Das, dann machen wir das ganze Zimmer voll mit Bildschirmen, Computern, Scheißdreck, Boxen, ganz wichtig Boxen. Den Scheißdreck kann man weglassen. Ja, vor allem beim Aufnehmen gibt es dann eine dezente Rückkopplung. Ja? Ach Quatsch, wie kommst du denn da drauf? Wieso fahre ich jetzt wieder? Ach, hey, das nervt. Erzähl. Und dann hoffe ich mal, dass erstens diese Rucklerei weg ist, dass wir zweitens viel auf einmal aufnehmen können, dass wir drittens keine Probleme beim Aufnehmen haben und dass alles effektiv und wunderbar klappt. Das wird aber wahrscheinlich die übernächste Session sein, kann ich sagen, oder? Kann sein. Also wenn es klappt, dann bin ich happy. Wenn es nicht klappt, wird es mich auch nicht wundern. Das sind wir schon gewohnt. Fehlschläge gewohnt. Es fehlt einfach der Platz. Und das Internet. Ja. Für Google langt's. Naja. Ein Versprechen ist auf jeden Fall, dass es irgendwann besser wird. Also dranbleiben. Hast du es gerade versprochen? Ja, irgendwann. Also bei mir ist das noch eine Hoffnung. Ja, gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt, das stimmt wohl. Warum steht da eigentlich der Maishäcksler? Das weiß ich tatsächlich nicht. Nicht? Ja, das ist schade. Warum fahre ich da eigentlich gerade nebenher? Ah, deshalb. Jetzt gehe ich Rundumleuchte an. Hol ihn auf!
hey, morgen sammeln wir Holz. Nee, Schön. lesen wir ein. Das habe ich aber schon erwähnt, gell? Zumindest zu dir. In der Aufnahme nicht, aber im ersten Schock gesagt, ja. Lang genug hat's gesessen. Holz soll ja optimalerweise, also wieder ein bisschen lernen, ein bisschen was Nützliches, gell? Bestenfalls um die 3 Jahre im Trocknen stehen. Wenn es zu kurz ist, ist es nicht ganz ausgetrocknet. Wenn es zu lang ist, ist es wieder geht die Energie verloren. Wusstest du das? Ja, wobei das Optimale ist natürlich, wenn das Nein, Holz nicht gell? steht, sondern liegt. Oder Hast du stellst du davor das? noch was gesagt, wo ich nicht gehört habe? Oder wie? Nö. Du hast gesagt, das Holz soll stehen. Ja, Also das habe ich gesagt. ich lege das Holz dann meistens. Ich Nehmen stelle wir das nicht. rammen das mit Anlauf in den Boden. Geld kommt. Oh. Das waren jetzt. Plus jetzt. Moment. 20 Euro. Ja, ein bisschen. 1, 2, 0 können da hinten dran. 1703 Euro. Das Holz war aber jetzt, glaube ich, schon um die 9 Jahre gelegen, wenn mich nicht alles täuscht. Brennt das dann noch gut? Das brennt schon noch, aber die die Wärme, wie es sonst geben würde, ist nicht mehr ganz so gut. Also es hält nicht mehr so lang. Okay. Buddy? Was machen wir eigentlich, wenn wir fertig sind mit Ernten? Machen wir dann was noch Neues kaufen. Und was? Bitte? Und was? Spielst du da drauf hin oder täusche ich mich gerade? Nein, ich habe keine Ahnung. Die Kartoffeln wollten wir später machen, gell? Hast du es jetzt also verraten? Ja, doch, aber wir haben momentan gerade mal 36.000 Euro. Ja gut, es wird nur stark steigen, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht, wir sollten vielleicht ein bisschen sparen dafür. Für Können einen wir noch mal knapp Vollernter? 400, waren das 400.000? Oh, ich weiß nicht ganz. 479.000. Das Holz nehmen wir jetzt nicht ganz so durch, gell? Du willst das Holz durchnehmen? Was? Was? Habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe das aufgezeichnet, ich höre mir das dann an. Ja, lenk nicht so vom Thema ab. Scheiße, was war das? Ach so, apropos Holz, wir können noch mal welches machen vorher, also durchnehmen. Also, ja. Durchnehmen habe ich jetzt nicht gesagt. Durchpressen, häckseln. Ja, genau. Verstehen Sie? Ich verstehe. Oh, wir telefonieren 1 Stunde 17. Und wir nehmen auf 14 Minuten. Hey, das ging noch ziemlich schnell. Nur eine gute Stunde zum Vorbereiten. Für einmal Update runterladen und einmal neu installieren, ging das eigentlich. Ging, ja. Bloß es läuft nicht. Also, ich laufe nicht, aber ich fahre. Ja, fährt dann, auch ja, nicht. Dann ist er noch. Achso, nicht. Es fährt nicht auf jeden Fall, nein. Wenn es so bleiben würde, nein, jetzt war es ein Mikro-Rockler. Aber wenn es so bleiben würde, wäre optimal. Nicht angeschaltet. Hey. Nein. Was du jetzt? Nee. Ja. So, Hängt wir waren bei in einem dir? Thema, ne? Gelegentlich, ja. Ja, hängt es bei dir? Ja, gelegentlich. Das war aber auch nicht immer.
Wir waren in einem Thema drin. Rüben. Nein. Gerborschka. Ja, also auf jeden Fall, das wollte ich vorhin sagen, wir können vorher... Was ist das jetzt? Mann! Probier's nochmal, warte mal. Ah, guten Tag. Ah, jetzt ist er da. Ist er da. Haben wir wieder. Jetzt ist meine Folge ganz leise, weil Skype auf einmal so laut im Vordergrund war. Oh. Das Gute ist, wenn wir uns treffen, wenn das so klappt, wie wir das uns vorstellen, und dann passiert dann, das schon mal nicht mehr. Ja, dann nehmen wir nämlich hier über das Mischpult auf und dann brauchen wir überhaupt keine Internetverbindung mehr dafür. Das ist super. Und wir verstehen uns so. Und vielleicht ist das dann der Knackpunkt, dass das Internet ausreichend und gut genug ist zum schönen Spielen. Beten. Ich glaube, dann bleibe ich nur noch in einem Haus. Mit dem Kuffi. Nein, kein Ehepaarhaus, aber ein Haus. Soll ich mich verfahren? Ein Arbeitsplatz sozusagen. Ich wollte vorhin sagen. Aber dafür natürlich ein ganzes Haus. Ach so, ja klar, klar. Was wolltest du vorhin sagen? Ich wollte sagen, dass wir vielleicht, sobald wir hier fertig sind und während der Raps am Wachsen ist, nochmal ein bisschen Forstwirtschaft machen können. Oder was meinst du? Das könnten wir machen, wenn das funktioniert. Die Forstwirtschaft können wir ja dann bei dir machen. Ja, ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich nochmal eine Session dazwischen kommen müssen. Nee, gar nicht. Wir brauchen ja jetzt nochmal so und so viele Folgen, wie wir gesagt haben. Gell? Acht. Bitte? Mindestens. Acht, mindestens. Mit dieser. Ja. Ja. Und dann ist es so. Dann würde ich jetzt sagen, beenden wir die Folge immer. Ja, genau, das würde ich nämlich auch schon einbauen. Wir sind 17 Minuten. Wir sind schon über 17 Minuten. Okay, gut. Tschüss. Tschüss.